Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir darüber, ob ein 200-Euro Beamer ausreicht, um nicht nur den Freunden und in der Familie vielleicht tolle Bilder und Videos von dir zu zeigen, sondern auch vielleicht potenziellen Kunden. Also viel Spaß. Für diesen Test wurde mir von der Firma Ray Photo ein Beamer zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Um das Ganze ein bisschen einzuordnen, systematisch, so wie ich das sonst auch in meinen Videos mache, würde ich erst einmal mit der äußeren Erscheinung beginnen, also Verarbeitungsqualität, wie wird das Ganze ausgeliefert und gehe dann über die Anschlüsse, beziehungsweise zeige ich euch nachher auch noch kleine Bildinhalte, wie das Ganze über den Beamer direkt aussieht. Fangen wir an mit dem Hands-on oder mit dem Unboxing, wenn man so möchte. Das Ganze wird in dieser Kiste hier geliefert, also relativ unscheinbar und unspektakulär. Was ich tatsächlich richtig cool finde, ist die Hülle, also die Tragetasche. Und zwar ist das ein, ich habe es gerade eben aufgemacht, ein Rucksack, so ein Mini-Rucksack. Ich kann das mal umdrehen hier. Also sieht aus wie ein Kindergarten-Rucksack. Und wenn man hier reinschaut, sieht man auch, dass man sozusagen nur das Fach für den Beamer hat. Hier vorne für die Kabel dann. Hier liegt die Beschreibung dann drin. Und kein extra Fach für irgendwelche Kleinigkeiten. Braucht es aber auch nicht, weil hier soll ja nur der Beamer transportiert werden. Ich leg das mal zur Seite. Und dann kommen wir auch schon zum Beamer an sich. Ich zeige ihn euch mal kurz hier in die Kamera rein am besten. Und zwar haben wir hier vorne die große Frontlinse. Ich kann das auch mal abnehmen, wenn ich es abbekomme jetzt. Also geschützt mit einem Deckel. Der hätte übrigens für meine Begriffe mit irgendeinem Kabel hier dran gebunden sein müssen, finde ich. Weil sowas verliert sich sauschnell und dann ist er weg. Und dann wird die Linse nicht mehr geschützt. Also das wäre schön gewesen. Von vorn, wie gesagt, die Front sieht so aus. Wir haben dann auf der rechten Seite hier nochmal Lüftungsschlitze. Hier hinten dran befindet sich dann der Lautsprecher, den du übrigens nicht benutzen solltest, weil er einfach nicht gut klingt. Und wir haben hier den Sensor für die Fernbedienung, die mitgeliefert wird. Und hier ist dann der Anschluss für den Netzstecker. Und auf dieser Seite, ich muss mal kurz drauf schauen, genau, gibt es einen Anschluss für die Kopfhörer. Also wenn du jetzt Ton einspielst und über den Beamer wieder abrufen möchtest in ein anderes Gerät. Hier ist Kopfhöreranschluss, 3,5 mm Klinkeranschluss. Daneben gibt es einen AV-Eingang, wer auch immer sowas heute noch benutzt. Ich kenne niemanden. Dann hast du zwei Anschlüsse für USB Typ A, 1-2. Und zweimal den Eingang für HDMI. Grundsätzlich nicht verkehrt, also von den Anschlüssen her passt das echt gut. Hätte man USB Typ C verbauen können? Ja, mit Sicherheit schon, gibt es aber nicht. Von oben sieht das Ganze dann so aus, was ich zum einen richtig gut finde, das ist gleich an dieser Stelle bei 200 Euro. Es ist nicht üblich, dass der Beamer automatisch hier oben noch ein Fokusrädchen hat, beziehungsweise auch die Keystone-Korrektur hier verarbeitet, also eingebaut hat. Quasi die Trapezkorrektur, wenn das Bild verzerrt ist aufgrund der Neigung des Beamers. Das ist nicht selbstverständlich in dieser Preisklasse. Finde ich gut, dass es hier verbaut ist. Wir kommen aber gleich dazu, warum es doch auch nur halb gut ist in der Praxis. Von oben sieht das so aus, wie gesagt, und du hast natürlich hier oben, ich mache mit meinen Fingern hier drauf, hier oben auch die Menütasten, falls die Fernbedienung mal weg sein sollte oder du irgendwelche Basics einstellen möchtest. Ohne Fernbedienung findest du hier drauf, einschalten, ausschalten, Menüsprache auswählen, durchs Menü durchgehen, beziehungsweise zurückgehen und wieder ja, ausschalten. Geht alles hier oben drüber. Das Ganze wurde komplett aus Kunststoff gefertigt, also nichts mit Metall, alles Kunststoff. Knarzt aber nicht wirklich, also das passt. Fasst dich auch nicht ultra billig an, ist völlig okay. Hier unten, das möchte ich nicht unterschlagen, gibt es natürlich noch ein Rädchen zur Ausrichtung, falls der Beamer etwas erhöht werden müsste vorn dran. Auch das ist nicht selbstverständlich in dieser Preisklasse, also das ist da und finde ich auch grundlegend gut. Ich zeige euch gleich mal noch die Kabel, die dazu sind. Und zwar gibt es zum einen dieses gerade eben benannte AV-Kabel, wer auch immer sowas noch benutzt, vielleicht irgendjemand mit einem alten Kassettenrekorder oder so, keine Ahnung. Ein HDMI-Kabel ist dabei, finde ich gut. Und natürlich der Netzstecker samt Kabel ungefähr einen Meter lang, also nicht allzu lang. Und die Fernbedienung, die durchaus gut verarbeitet wurde, finde ich tatsächlich recht gängig, also die kann man auf jeden Fall für gut heißen. Jetzt ist es so, dass das Beamer, wer sich damit nicht auskennt, der sollte das vielleicht wissen, immer anhand ihrer Leistung gemessen werden. Also im Sinne von, wie hell sie sind, wie viele Lumen oder Ansilumen sie erzeugen können. Dementsprechend, je höher der Wert ist, desto besser sind sie. Im Sinne von, du kannst auch bei Tageslicht getrost den Beamer einschalten und
erkennst das Bild ohne Probleme oder deinen Monitor, was du immer dort projizieren möchtest. Jetzt ist es so, dass wir hier von LED-Technik sprechen und nicht von einer anderen Technik, die wahnsinnig hell wäre, beziehungsweise bei 200 Euro ist natürlich klar, dass sich dieser Beamer jetzt nicht mit einem 1000 oder 2000 Euro Beamer vergleichen lässt. Aber ich muss sagen, dass die Leistung durchaus okay ist. Wir schauen uns das gleich mal an in der Praxis. Es ist durchaus okay, man kann damit durchaus arbeiten. Also zumindest sollte der Raum etwas abgedunkelt schon sein oder du solltest in eine dunkle Ecke gehen, einfach um den Kontrast zu erhöhen, um ein bisschen mehr auch an Bildhelligkeit und Schärfe rauszuholen. Und wir schauen uns das hier mal an. Also ich habe den Beamer aufgebaut und habe mein Telefon damit verbunden. Das geht eigentlich recht einfach. Wenn der Beamer einmal mit Wi-Fi verbunden ist, dann kannst du durchaus dein Bild darüber spiegeln und das passt recht gut. Du hast das in diesem Hochformat dann gespiegelt, also deine Menüs und alle deine Icons und Apps werden mit dargestellt. Und wenn du jetzt in YouTube reingehst, ich habe das hier in diesem Fall auch gemacht, schaust das Video in Hochformat an, dann wird es auch so angezeigt. Und sobald du das Telefon drehst und im Landscape-Modus Videos oder Bilder anschaust und Inhalte dir anzeigen lässt, dann schaltet der Beamer auch automatisch um und zeigt das Ganze dann in Fullscreen im Landscape-Modus. Finde ich richtig gut, dass das gleich erkannt wird und nicht irgendwie seltsam umschaltet. Also das ist echt gut und funktioniert. Du kannst dein Telefon aber auch nicht nur mit Wi-Fi verbinden, was ich sehr viel einfacher finde im Übrigen. Du kannst dein Telefon auch per Kabel anschließen und kannst es gleichzeitig laden. Auch da ist das gleiche Verfahren wieder so, dass du dein iPhone, hier in meinem Fall ist es so, dann per Kabel anschließen musst. Du erkennst dann automatisch im Menü dann den Gegenspieler, sozusagen den Beamer im Netzwerk, und dann funktioniert das auch, dass du das genauso gut verwenden kannst wie mit dem Wi-Fi-Bereich. Jetzt habe ich gesagt, wir sprechen darüber, ob man mit 200 Euro einen Beamer bekommt, den man durchaus professionell einsetzen kann. Und ich muss gleich dazu sagen, mit einer Full-HD-Auflösung finde ich das Bild auch nur semi-gut, weil einfach die Kontraste zu hart für meine Begriffe sind. Also wenn man allein das iPhone-Display mit dem Beamer-Bild vergleicht, finde ich das schon sehr krass im Unterschied. Also die Farbtreue ist jetzt nicht unbedingt so gut gegeben, das muss ich gleich dazu sagen. Und die Details fehlen eben auch im Bild, weil nur Full-HD wiedergegeben werden kann. Wir alle sind ein bisschen verwöhnt mit unseren Augen. Wir sind inzwischen mindestens 4K-Inhalte gewohnt. Dementsprechend sieht man etwas seltsam auf die Wand, wenn die Auflösung tatsächlich geringer ist. Ich denke, für Gaming-Geschichten oder so weiter oder für die Familie und Freunde reicht das durchaus aus, denn meistens brauchst du da keinen besonderen Leistungsinhalt im Beamer. In der Regel machst du deinen Raum dann dunkel und das geht. Aber wenn du bei Firmen oder bei Kunden bist und du musst am helllichten Tag irgendwo etwas präsentieren, in irgendeinem Showroom oder so oder mal eben im Büro, dann ist das schon schwierig, wenn man erstmal bitten muss, dass man alles dunkel macht und alles runterfährt. Das ist dann nicht so professionell und sollte man vielleicht auch vermeiden. Aber was man nicht unterschätzen darf, ich muss das ablesen, diesen Wert, der Beamer kann durchaus eine recht große Diagonale im Bildschirm erzeugen. Also die Mindestdiagonale sind 50 Zoll bei 1,54 Meter Abstand. Das kriegt man durchaus hin zu Hause. Also wenn man 2 Meter Platz hat, kann man schon größer als 50 Zoll projizieren. Und du kannst, wenn du 3,69 Meter Abstand halten kannst zur Wand, das ist quasi die Maximalentfernung, kannst du bis zu 120 Zoll in Bilddiagonale erzeugen. Das finde ich echt krass, finde ich ordentlich. Ich selbst habe jetzt nicht so einen großen Raum hier, dass ich das selbst nochmal nachbilden kann. Aber ich denke, meine Beispielaufnahmen zeigen, dass du durchaus in der Lage bist, mit einem auch nicht so großen Abstand vielleicht trotzdem ein recht großes Bild zu erzeugen. Denn der Beamer lässt sich durchaus vielseitig verwenden. Also ich habe es ja schon eingangs erwähnt, du kannst nicht nur dein Telefon anschließen, per Wi-Fi verbinden, sondern du kannst auch einen USB-Stick ranhängen, wo Videos drauf sind, wo Bilder drauf sind, wo du Texte drauf hast, wo du Dokumente abspielen kannst. Das ist wirklich cool. Ich muss sagen, das macht den Beamer wirklich vielseitig und das ist auch genau das, was du möchtest. Also du möchtest, wenn du so einen Beamer hier zu Hause benutzt, WLAN haben, du möchtest Bluetooth haben, du möchtest vielleicht etwas anschließen können, vielleicht einen USB-Stick ranhängen können oder einfach nur deinen Google Chromecast, was auch immer, ranhängen können oder diese Amazon Fire TV Sticks, was es da gibt. Das kannst du alles darüber bespielen. Du hängst den Stick ran und wenn der Stick dran ist, wird er automatisch erkannt. Neben all den Nachteilen, die auch ein Stück weit limitiert sind durch den Preis eben und durch die nicht so gute Verarbeitungsqualität und der Technik, die verbaut ist, muss man sagen, für den Spaßfaktor, um Gaming mal mit Freunden zu machen, um einfach mal zu Hause mal schnell einen Beamer aufzustellen, der nicht groß ist, der nicht viel Geld kostet, der trotzdem portabel ist, wo man alles anschließen kann. Dafür reicht der Beamer wirklich durchaus und ich muss sagen, das sind 200 Euro völlig angemessen und man muss sich auch nicht davor verstecken. Im Gegenteil,
Ich denke, das macht sogar Spaß, mit der Family, vielleicht mit den Kindern gemeinsam mal einen schönen Film anzuschauen und den Beamer auszupacken und da mal ein großes Bild zu haben, vielleicht an einer richtig großen, schönen weißen Wand und an einer Leinwand vielleicht sogar. Dann denke ich, kann man durchaus so ein bisschen Kino-Feeling erzeugen und das ist, glaube ich, genau das, worauf es ankommt, dass du weißt, dass es eher Spaßfaktor ist, mit diesem Beamer zu arbeiten und weniger im professionellen Bereich angesiedelt ist. Ich hoffe, mein Eindruck zu diesem Beamer und zu diesem Versuch, ob man mit 200 Euro tatsächlich etwas Professionelles in diesem Bereich bekommen kann, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen die Geschenkidee für Weihnachten, so zum Spaß. Oder vielleicht für zu Hause, um zu sagen, hey komm, jetzt hole ich mir mal so einen günstigen Beamer, einfach weil ich im Jahr dreimal Filme schaue. Für mehr bräuchte ich den sowieso nicht. Und dafür reicht er auch aus für meine Begriffe. Also dann das Zehnfache zu zahlen, weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Aber für den Spaßfaktor, ich habe es vorhin schon gesagt, reicht er völlig aus. Und genau dafür ist er auch gut geeignet. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.